Ali vom Savoy ist ein Wiener Szene-Urgestein. Ihm gehörte in den 70er Jahren die alte Lampe und bis vor kurzer Zeit das legendäre Café Savoy, das nicht nur für nostalgisch veranlagte Touristinnen und Touristen ein beliebter Treffpunkt ist. Das Titelbild der Stonewall in Wien-Publikation zeigt ihn mit seiner Freundin Archimeda. Mein erstes Lokal war die alte Lampen. Von 72 bis 77 habe ich die Lampen geführt. Also das war eine Glanzzeit in Wien für die alte Lampe auch. Also das war, da ist Gott und die Welt aus und eingegangen. Der Bernstein, wenn in Wien war, der ist automatisch mit seiner Entourage da zu mir gekommen, mit seinen ganzen engsten Mitarbeitern, und das war immer. Also er hat sich ans Klavier gesetzt und ein bisschen was gespielt und so. Also es war schon eine super Zeit. Also das muss man sagen, das war schon toll. Man bin halt dann in die Lampen auf und zu gegangen und das hat mir sehr gut gefallen dort. Es war ein sehr nettes Publikum dort, aber es war halt immer das Damoklesschwert, dass jemand kommen könnte und dann. Und die Leute waren dann natürlich, das war alles und dann. Deckmantel der Verschwiegenheit, also obwohl es in Künstlerkreisen ja offiziell, das war wurscht, nicht? Also wie der Nureyev oder so, das hat ja jeder gewusst, aber da ist nicht gesprochen worden drüber, nicht? Also na, hat auch jeder gewusst, das ist eh klar, nicht? Aber da ist nicht drüber gesprochen worden, das, also ab einem gewissen Niveau war das also nicht spruchreif und hat sich keiner daran, die Leute haben können, Adolf Müller, der hat mit seinem Freund können in der höchsten Gesellschaft sich überall zeigen, da hat kein Mensch ein Wort drüber gesagt. Aber wenn eine Hausmeisterin angesagt hat, zwei Burschen, die da oben gewohnt haben, oder zwei Männer halt, dann sind die gekommen und haben nachgeschaut, nicht? Im Bett, ob Flecken drinnen sind sofort verhaftet worden, die sind monatelang im Heben gesessen dann, nicht? Stichwort schwule Bälle. Woran kannst du dich erinnern? Es hat ja nur die Bälle in der schwulen Szene gegeben. Wie bei mir in der Lampe, nicht? Da sind sie ja mit. Ja, da sind sie mit der Kalesch vorgefahren, nicht? Mit die Fiaker vorgefahren und die Damen sind ausgestiegen in den Krinolinen und also das war schon eine tolle Sache. Die ganze Fassade, die Leute, wenn die Pferde gekehrt haben in der Nacht, ne, haben die Fenster aufgegangen, die haben runtergeschaut, wie die da reingeschwebt sind. Also das war, es hat eigentlich nur die Bälle gegeben so, oder intern irgendwo, wenn jemand eine Wohnung gehabt hat, die, also eine größere Wohnung, wo 30, 40 Leute haben sie Platz gewesen, die haben sie halt dann umgezogen dort und haben sie halt dann dort eine Hetz gemacht. Die Lokale wollten mir das alle nachmachen und haben aber alle nicht die Räumlichkeiten gehabt und die sind dann zu mir gekommen und die Lampe war ja auch ziemlich klein, also da sind 30 Leute auf der Straße gestanden, weil sie einfach drinnen keinen Platz mehr gehabt haben. Und da hat sich daraus eben, haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, wir mieten wo einen Saal und machen dort was Größeres. Nachdem es sich schon herumgesprochen hat, dass die warmen Ton nicht mehr so verfolgt werden und sich eigentlich das Gesetz auch geändert hat, ne? Das war, glaube ich, 74 oder so, hat sich das ein bisschen beruhigt, das Ganze, und ist ein bisschen in Mode gekommen eigentlich, dass man auch schwul sein kann, weil sich doch eine Menge bekannterer Leute auch dann geoutet haben und so, nachdem das Gesetz gefallen ist. Und da ist man daran gegangen, dann größere Lokalitäten zu mieten, dass halt nicht 50 oder 60 Leute halt ausgehen können, sondern 200, 300 dann. Und so hat sich das sukzessiv dann entwickelt, ne?